Und ich komme da definitiv nicht mehr hoch. Ja, Kacke. Ja, Kacke. So, hier ist jetzt noch die Kiste. Dahinter ist ein Schlüssel. Und ich muss hier irgendwie weiterkommen. Es gibt gar keine andere Option. Und schon kommt der andere Kerl. Hahaha. Ja, wie soll ich das denn machen? Ich brauche irgendeine minimale Erhöhung. Und ich kann mich doch auch nicht hier langhangeln oder so. Nee, da ist gar nichts zum Festhalten. Vielleicht erfahren wir ja erstmal, wie es uns geht. Oh oh, ich bin eigentlich tot. Ja, und dann wüsste ich noch gerne, was das für ein Schlüssel ist. Theater. Theaterschlüssel. Waren wir schon im Theater? Das ist die Frage. Ja. Wie soll ich da hinkommen? Und was ist da genau drin? Das hier ist alles fest verankert. So, da kommen wir wahrscheinlich dorthin. Aber wir können von hier nicht darüber springen. Wir brauchen etwas. Oder ich muss halt wirklich nur richtig abspringen. Es könnte wirklich sein. Aber so wird das nichts. Aber ich kann das auch nicht so genau planen, dass ich am höchsten Punkt abspringe. Und das war voll in die falsche Richtung. Aber es ist schon so eine kleine Rampe hier. Aber das. Ich weiß echt nicht, ob das geht oder nicht. So, mal gucken. Das wird nicht gehen. Aber es sieht so wie dafür gemacht aus. Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber wie geht es dann? So wird das definitiv auch nichts. Es kann doch nicht so schwierig sein.
Aber mir fehlt die zündende Idee. Weshalb auch immer. Das zu verschieben, das bringt uns nichts. Aber was machen wir mit dieser Kiste? Wir können dann eigentlich nur wieder hier hoch. Aber das können wir doch auch so. Da gibt es doch überhaupt keinen Grund für. Ach, Idee. Ich zieh dich einfach wieder zurück. Und zwar so weit es geht. Und das ist ja so weit. Dann gehe ich hier übers Geländer wieder runter. Stoß mir einmal den Kopf und gehe von dieser Seite hier jetzt weiter. Ja. Aha, hier ist schon mal das Schlüsselloch. Aber ich gehe erstmal so weiter. Hallo. Scheiße. Okay. Ja, irgendwie habe ich den zu spät bemerkt. Oh, da geht's auch noch weiter. Aber nur in die dunkle Ecke. So, jetzt aber. Okay, jetzt ist hier noch zu, aber ich benutze meinen Schlüssel. Und dann geht's hier auf, okay. Ich dachte eigentlich, es ginge da oben auf. Jetzt sind wir im Theater. Theatersaal des Schiffes. Also ist das schon echt so ein richtiges Luxusschiff, oder? Wenn die sowas da reinbauen, dann ist das aber schon eine AIDA. So. Also hier geht's jetzt nur wieder runter. Hier ist sonst auch nichts. Okay. Das hat nicht gut funktioniert. Ja. Aber ich glaube, ich probiere trotzdem da hochzukommen. Ist das dann die Loge? Oh, hallo. Scheiße. Nein, nicht wegstecken. Du sollst den... Hallo? Ach, Lara, das ist nicht unsere Waffe. Irgendwie. Aber ich nehme sie trotzdem. Eben... Weil ich so viel Muni davon habe. Und ich möchte meine guten Waffen sozusagen noch nicht verschwenden. Ich höre dich. Komm raus.
Jetzt komm schon. Ja. Ach komm, Lara. Ach, diese Scheiß. Okay, ich wechsle die Waffe. Ist hier hinten noch was? Nein. So eine Kiste. Nein. Hoch. Ist dahinter noch was? Sieht nicht so aus. Schade. Nein. Hoch. Und hier weiter. So, da wartet doch bestimmt auch schon wieder einer. Wobei ich nichts höre. Oh, es wird dunkel. Endlich kann ich mal wieder meine Leucht. Ja, das war so klar. Ja, endlich kann ich mal wieder meine Fackeln rausholen. Wie ging das? So. Oh, hier ist ein Schalter. Da ist jetzt Wasser drin. Sehr schön. Hätten wir dieses Rätsel also auch gelöst? Jetzt kommen bestimmt wieder Kerle. Aber dafür, dass es ein Theater ist, sind das ganz schön komische Sitze. Es ist wirklich wie so eine Liege, oder? Hallo, kommst du her? Kommst du her? Wo ist der? Ich höre dich doch, mein Lieber. Okay, es dauert schon echt länger mit diesen Waffen. Aber das ist mir so egal. Und wieder hoch. Oh, okay. Oh, cool. Alle drei Geheimnisse gefunden mal wieder. Und natürlich haben wir wieder die blöden Waffen am Anfang. Ich möchte erst hier lang. Was ist das denn? Ist das eine. Geht's da ins Meer? Nein. Nein. Hä? Ist das jetzt hier so eine Höhle? Da unten ist Wasser. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott, zum Glück hat sein Flammenwerfer mich hier nicht erwischt. Okay, da liegt ein Schlüssel. Soll man von hier da runterspringen? Ich weiß ja nicht. Ich gucke erstmal. Oh, bedrohlich, bedrohlich. Oh nein. Oh nein. Oh, du hast mal wieder ein Medipack. Das ist nett. Und wie kommt es? Kann sie da hoch? Nein. Sie kann noch nicht auf solche, an solche Säulen dran.
Und wie kommt es, dass hier kein Wasser ist? Ist das wirklich so eine große Höhle? Das ist schon irgendwie ziemlich cool. Also wir sind irgendwie auf der Terrasse des Schiffes, wie es aussieht. Und es wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn wir noch da überall hinkommen. Es sieht auch so aus, als würde das noch passieren. Komme ich da? Nein. Natürlich komme ich da so nicht hoch. Erstmal umschauen. Also hier kann man theoretisch hoch, aber ob uns das was bringt, ist die andere Frage. Und ich glaube es fast nicht. So, was liegt da denn noch? Oh, eine neue Waffe. Granatenwerfer. Cool. Das muss ich natürlich gleich ausprobieren. Wenn unser nächster Gegner kommt. Aber erst einmal sollte ich den richtigen Weg finden. Komme ich da so hoch? Nein. Aber vielleicht von hier? Komme ich da hoch? Nein. Leider nicht. Komme ich hier hoch, ohne runter zu rutschen? Nein. Ich rutsche überall. Komme ich hier hoch? Aber ich denke, irgendwie soll ich da hoch und dann rutschen, obwohl, nee, da vorne ist ja, das ist ja zu weit weg. Okay, da bin ich auch nicht hingekommen. Nein. Und da sollte ich mich so nicht runterlassen. Ja, und hier so. Ja, es ist alles zu hoch. Dann muss ich mich vielleicht doch ins Wasser fallen lassen. Was ist so tief? Ich meine, gut, das macht ihr ja an sich nichts aus. Aber trotzdem habe ich Angst, das Wasser zu verfehlen. Spring! Ja, hier sind natürlich wieder blöde Fischis. Geht weg, da kann ich hoch. Oder? Ja. Dann knall die doch bitte mal ab. Oder? Kannst du nicht? Sind wahrscheinlich wieder zu tief abgetaucht. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück. Na, ob das alles hier so rund läuft. Da runter und dann darüber. Ach so. Zum Glück konnte ich da gar nicht so tief fallen. So, und jetzt möchte ich trotzdem die Fischis da unten töten. Ja, dann muss ich eigentlich nur wieder ins Wasser und dann einen Weg zurückfinden. Kann ja nicht so schwierig sein.